herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Skyward Sword. Wir spielen weiter und ich möchte mich erstmal an dieser Stelle recht herzlich entschuldigen für die FPS-Einbrüche im dritten Part. Ich weiß jetzt, woran das gelegen hat. Ich habe böse gerendert und ich habe leider schon die File gelöscht gehabt, also konnte ich es leider nicht mehr retten. So, und ich bin das, ja, wie ihr sehen könnt, machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben nach der Zeremonie. Wir haben jetzt die Kleidung bekommen von unserem Bürgermeisterchen. Und ja, machen uns, denke ich mal, jetzt demnächst auf die Suche nach Zelda. Das diesjährige Gewand der Ritter, als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber ich weiß, sie steht hier, bla bla bla, vorzüglich. Ja, mir steht einfach alles. Bin einfach gut aussehend und elegant. Okay, und weiter geht's mit Link. Okay, ja. Standardname halt für Link eben. So, pass auf dich auf und vielleicht solltest du dich im Dorf mit einem Parallel verbreiten. Ich selbst kann nichts tun, also in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Okay, gestern warst du noch ein bisschen optimistischer als jetzt. Aber okay. Werden wir schon schaukeln, das Ding. So, ich bin mal gespannt, ob wieder Geld drin ist in unserem Schränkchen. Ja, in unserem Schrank ist Tatsache schon wieder Geld drin. Also man kann hier, glaube ich, unendlich Geld farmen. Oder irgendjemand steckt heimlich immer Rubine da rein. Ich weiß es nicht. So, machen wir uns mal auf den Weg. Oh, TK, wir werden schon erwartet. Er möchte sich schon einer verabschieden. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Hm, was hast du denn? Okay, eine Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Woher weiß er das? Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in deine Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, dein Schild und dein Herzring werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Gut, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Na klar, okay, wo ist der Bazar? Ach ja, genau. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. So, dann machen wir uns mal schnurstracks da hin. Ist noch irgendwas auf der Karte? Nö. Naja, keine Ahnung. So. Gut. So, Dille. Auf zu... Oh, da hat jemand eine... Solche Sprechblasen solltet ihr immer befragen, denn das sind so Quest-Merkmale. Ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert, aber ein Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Oh, wir bekommen ein Schild geschenkt. Du hast ein Holzschild erschalten. Er ist leicht zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben, hält aber nicht viel aus, also man kann das Feuer fangen. Irgendwie wiederholt sich gerade das Ganze. Wenn ein Schild zerstört ist, kannst du dir im Bazar einen neuen kaufen. Du kannst den Schild ausrüsten, indem du Minus gedrückt hältst und die Wii-Fernbedienung bewegst, um ihn auszuwählen. Wenn du den frag am besten Schwertmeister in der Übungshalle, er kann uns sicher beibringen. Gut, okay, dann rüsten wir das gleich mal aus. Dann gehen wir erstmal zum Schwertmeister. Der kann uns sicherlich ein paar nützliche Dinge beibringen. Drogenfrucht! So, einmal gegen die Tür und rein. Also Schwertmeister, ich möchte, dass du mir ein paar Techniken beibringst. Der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mache mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht, wie viel darüber, aber dein Schwert stammt nicht aus dem Wolkenhort. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auserwählten Helden geführt werden kann. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Hey Tiger, ich kann nicht viel für dich tun, aber es gibt auch noch eine Sache, die ich dir zeigen kann, und zwar die Kunst der Abwehr. Beginnen wir mit den Grundlagen. Du kannst dein Schild zurückzücken und okay, dein Schwert, indem du ganz einfach rückartig bewegst und drückst. Das bedeutet, du hast dein Schwert. Okay. Okay, dann probieren wir es mal aus. So. Okay.
Ah, okay. Und zack. Und zack. Oh. Und zack. Und jetzt kriegst du den Stich ab. Ah, sehr gut. Du weißt, wie man mit dem Stern, das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Ja, ich möchte die gerne üben. Diese Antwort wollte ich hören. Um dich herum Stämme erscheinen, bleibe auf der Stelle stehen und führe die Wirbelattacke. Bewege hierzu die Wii-Fernbedienung und den Nunchuck gleichzeitig ruckartig zur Seite. Zeig mir, dass ich es kann. Aber na klar. Okay, hervorragend. Ja, so muss das aussehen. Den Fangstoß, klar. Den Fangstoß, den kennen wir nur noch aus Twilight Princess. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn der Gegner am Boden liegt. Aha, okay. Aha, den haben wir es gezeigt. Wunderbar. Auch dann einsetzen, wenn ein Gegner mit dem Schild und der Wirbelattacke zu Boden geworfen ist. Fallen bleibt dann nicht. Okay, dir bleibt nicht viel Zeit. Vergiss nicht, beides gleichzeitig. Gut, dankeschön. Jetzt haben wir das auch geklärt. Ich glaube, mehr kann er uns nicht beibringen. Und nun sollten wir mal langsam, ja, zum Bazar nochmal schnell gehen. Denn wir bräuchten so einen Herztrank, wie ich mitgekriegt habe. Den besorgen wir uns auch gleich mal. So, erstmal Drogenfrüchte, Sprinten. Oh. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, ist eine direkte Verbindung zwischen Passage und Erdland. Ja. Okay. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind, solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir im örtlichen Bazar ein Schild und einen Herztrank zu erwerben. Ich habe noch eine weitere Information für dich, Gebieter. Solltest du das Gefühl haben, die Steuerung gut zu beherrschen, kannst du die Hilfeanzeige Steuerung verändern. Öffne dein Inventar. Okay. Okay, man kann die Steuerung also umstellen, wie es einem beliebt dann. Oh. Herzchen. Ja, genau. Hier war der Bazar. So. Warte, der Herztrank ist... Oh, nee. Ah, oh, oh. Was ist das denn? Was ist in meinen Augen? Junger Freund, ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Es ist voller Gefahren, Stein mit Hindernissen. Ach, komm. Vertraue meiner sanften Augen, lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Die redet Bullshit. Genau, genau solche Leute brauche ich. Trank, meine Hübscher, wenn du verletzt wirst, wirkt mein Heiltrank. Quare Wunder, kaum getrunken, fühlt sich dein Herz wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst zu den Rittern, nicht wahr? Eine, wie du, solltest auf jeden Fall immer eine der Getränke bei sich tragen. Du hast ja gar keine leere Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die ich dich füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, meine Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand Dinge in die Flasche füllen, also pass mir immer gut darauf auf. Ich habe eine Flasche bekommen. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Gut. Wenn deine Tasche voll ist, dann hast du nicht mehr tragen. Bla, bla, bla. Genau, ich will was kaufen. Und zwar einen Trank, denn sonst... Nein. Hallo? Ey, nein. Hallo? Nicht am Zerstürzen. Na klar, her damit. Ah, jetzt auf einmal kann das auffüllen. Ein Herztrank erhalten. Okay. Vielen Dank und vergiss nicht, den Trank verfeinern möchte, wende dich an meinen Mann. Okay, das ist wahrscheinlich der komische Kauz da hinten. Hm, der hat Bomben und sowas. Bringt mir wahrscheinlich noch nichts. Wer ist das denn? Hey, willkommen in der Werkstatt. Hier kann ich deine... Items verbessern. Eine neue Funktion, wie es aussieht. Items verbessern. Alles klar. Das sind die Items, die ich verbessern kann. Oh, mein Holzschild. Ah, okay. Dazu benötige ich einen Bernstein-Halbmond und Glibber. Da ich das leider nicht besitze, mein Freund, kannst du mir auch leider nicht mein Schild verbessern. Ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Oh, okay, da ist eine Kiste. Gebieter. Die Stadt wurde gehört, ein Einzelner aus, wenn hinterlassen.
Leider habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Hm, toll. Okay, jetzt habe ich eine Truhe gefunden und dann... Müssen wir reden? Aha. Oh, sieht aus wie ein Roboter oder sowas. Hm. Okay. Naja, gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, wir haben so alles gesehen eigentlich. Wir haben das Schild, wir haben das Schwert, wir haben den Herztrank. Ich glaube, uns sollte jetzt nichts mehr im Wege stehen. Oh, und jetzt machen wir uns mal auf den Weg. So, Vogelreiten. Oh, da ist noch ein kleiner Mann. Schau doch mal da oben, da ist ein Terrasladen. Ich habe gehört, da kann man sogar Schmetterlingsnetze kaufen. Ich will auch eins, wenn ich dort noch hätte. Ich bräuchte wohl irgendwas, mit dem ich in die Luft schießen kann. Leider habe ich selber nichts davon, glaube ich. Nee. Hm. Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Hä? Gebieter, von hier aus kannst du in die Lichtsäule blicken. Ja, ich war gerade auf dem Weg dorthin, wenn du mich nicht unterbrochen hättest. Spring nun in die Richtung ab und rufe den Wolkenvogel. Das war mir klar. Bitte mach dich nun auf die Suche nach Zelda. Ja, hättest du mich jetzt nicht aufgehalten, könnte ich schon dort sein. Ja, aber das Setting gefällt mir. Also, Epona wurde leider bedauerlicherweise abgelöst durch den Wolkenvogel hier. Aber der ist mir auch recht sympathisch. Unser kaminroter, seltener Supervogel. So, und schon begeben wir uns zur ersten Quest. Oh, was hast denn du jetzt schon wieder zu melden? Gebieter, siehst du den grünen Lichtschreif vor dir? Dieses eine sogenannte Lichtsäule, über die du zu melden. Ich glaube, das haben wir schon verstanden. Okay. Ja, okay, gut. Ja, okay. Wir haben es verstanden. Da ist ein Loch, da müssen wir durch. Und schon geht schnurstracks runter. Hallo? Ja, genau, da will ich hin. Ja! Durch die Wolkendecke. Wir fallen und lassen uns gehen. Ach, das macht Link nicht. Okay, was zum... Es wird Zeit, den Fallschirm aufzumachen. Fallschirm. Hallo? Machst du den mal auf? Hallo? 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 Ah, ah. Ah, ja. Okay, nochmal rechtzeitig. Aufgemacht. Gebieter. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhimmel so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Das kennen wir doch aus Twilight Princess, wenn ich mich nicht irre. Siegelhain. Ja, das waren Twilight Princess. Da müssten wir in dem Wald Ferione oder sowas, glaube ich, auch noch vorkommen. Hm. Okay, dicke große Fragezeichen auf der Karte. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Oh, ja, werde ich, denke ich, mal tun. Okay, was ist das denn? Hm, kann man nichts machen. Okay. Oh! Ah, schon erste Gegner. Oh. Hier. Oh, okay, das sah blutig aus. So, den schneiden wir auch mal in zwei. Oh, und dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Uah, verdammt, der hat uns noch erwischt. Ja, und den schneiden wir auch noch in zwei Hälften. Oh, ich habe was gefunden. Du hast Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Jetzt fehlt uns doch nur noch so ein Halbmond, komischer... So ein Halbmond-Kack. So. Okay, sie haben es wieder schön in Szene. Oh, okay. Da blinkt was. Link, das solltest du dir mal anschauen. Beziehungsweise, da sollten wir uns mal anschauen. Oh, da ist schon eine finstere Macht am Werk. Okay, sind wir in der Zwischenwelt gelandet?
Okay, es steigt Dunkelheit empor. Oh, das ist irgend so ein hässliches Vieh schon wieder. Das war doch das Vieh. Oh. Okay. Also wir stehen irgendwie in Verbindung mit dem Viech. Ja, komm, du willst uns doch sicherlich fressen. Deinen scharfen Zähnen. Ja, komm. Okay. Er hat nur zurückgeschreckt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Gut. Also wir stehen noch. Das ist schon mal gut. Wäre blöd, wenn die Geschichte jetzt schon vorbei wäre. Auf jeden Fall sollten wir uns das mal genauer anschauen. Oh, ein laues Lüftchen. Mysteriös. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Okay, ich habe Herzen gesehen. Frischen wir uns gleich mal eins auf. Und ich glaube mal, wir springen direkt runter. So, in den kurzen Weg. Wir haben ja nicht umsonst diesen Paarschal. Ui, und zack. Mein Kind, Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Okay, wir versuchen es mal. Also wieder hier Soul Calibur-like. Und frisst das. Okay. Wie scheint, haben wir irgendwas aktiviert, was von Bedeutung ist. Ja, Luft. Gut. Wir haben den Berg mit Luft versorgt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort. Ja, was du nicht sagst, die sehe ich selbst. Die durch den Himmelstreif auf... Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie deines Paraschalls. Es ist Zeldas Aura. Ich kann dich mit einem Aurasuche in die Richtung führen. Wünschst du weitere Erklärungen? Ja, bitte. Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem endet sich das Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der dich in die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Oh, okay. Nun halte C gedrückt, stelle Zelda als Ziel ein und weise mir die Richtung. Oh, okay. Also wir bleiben auf C. Ah, okay, also wir müssen wieder hoch. Das war irgendwie logisch. Mal schauen, ob es hier irgendwie... Gibt es hier noch irgendwie was? Es sieht... Naja. Ich will mich nicht hier mit diesen Kamellen so aufhalten. Ja. Dann gehen wir da noch hoch. Oh, dann sind wir... Oh, perfekt. Warte mal. Da können wir doch lang, genau. Okay, wir müssen da lang. Aber ich schaue mir erstmal hier um. Okay, hier ist ja gar nichts. Schade, schade. Okay. Oh! Ein Äuglein. Das sieht doch aus wie von der Sheik-Statue. Okay, ist verblasst. Dann gehen wir mal hier durch. Ich glaube, wir haben unten das Igel irgendwie gebrochen oder sonst was. Nun gut, nun gut. Okay, wir sind nun hier angelangt. Tempel des Siegels. Und ich denke, wir werden erstmal für diese Folge aufhören. Und speichern an der Stelle. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Zelda. Bis dann und auf Wiedersehen.